Diese Bedränger sind die Gläubigen aus den Juden, die jetzt ihre Feinde bedrängen werden in der Drangsalszeit. Am Ende. Und sie werden sein wie Helden, die zertreten den Straßendreck im Krieg. Und sie werden kriegen, denn der Ewige wird mit ihnen sein. Also in dem Moment, wo der Herr Jesus zurückkehrt. Und so werden zu Schanden werden die Reiter der Pferde. Und ich werde das Haus Juda stärken. Und das Haus Josef werde ich stärken. Haus Juda, das wird Juda und Benjamin. Das Haus Josef, das ist ein Name für die 10 Stämme. Josef hat ja 2 Söhne, Ephraim und Manasse. Und Ephraim hat eben die Führung unter den 10 Stämmen übernommen. Der erste König über die 10 Stämme war ja Jerobeam, der erste. Und der stammte aus dem Stamm Ephraim. Und darum werden dann die 10 Stämme genannt, oft Ephraim oder eben auch das Haus Josef. Und das Haus Josef werde ich stärken. Und ich werde sie wohnen lassen, denn ich habe mich über sie erbarmt. Und sie werden sein, als ob ich sie nicht verworfen hätte. Auch da wird wieder klar, Gott hat sein Volk auf die Seite gestellt, Römer 9 bis 11, aber nicht für immer. Es kommt die Zeit, wo sie so sein werden, wie wenn Gott sie nie auf die Seite gestellt hätte. Denn ich bin der Ewige, ihr Gott, und ich werde ihnen antworten. Und wie ein Held wird sein Ephraim. Und ihr Herz wird sich freuen wie vom Wein. Und ihre Söhne werden es sehen und sich freuen. Ja, ihr Herz wird frohlocken in dem Ewigen. Ich will sie durchzischen, ja, herbeirufen oder, ja. Das ist gemeint, das hebräische Wort meint so ein Zischen oder ein Pfeifen. Herbeirufen und sie sammeln, denn ich erlöse sie. Und sie werden sich mehren, so wie sie sich vermehrt hatten. Ja, ich werde sie ausstreuen unter den Völkern, aber in der Ferne werden sie meiner gedenken. Jetzt kommt Seite 9. Und sie werden leben mit ihren Kindern und zurückkehren. Also auch hier wird wieder gezeigt, Gott wird in der Endzeit sein Volk aus aller Welt sammeln. Das, was wir heute vor uns erfüllt sehen, seit 1882 bis 2008, etwa 3 Millionen Juden sind zurückgekehrt aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 verschiedenen Ländern. Gott zischt sie herbei. Sammelt sie, er hat sie ausgestreut unter den Völkern, aber er sagt, sie kommen zurück. Und jetzt kommt eine ganz schöne Verszeile. Und sie werden leben mit ihren Kindern und zurückkehren. Der Fußnote 43 habe ich erklärt, das heißt, sie werden unter den Nationen über Generationen hinweg erhalten bleiben. Obwohl dieses Volk durch all die Jahrhunderte hindurch gehasst und verfolgt wurde, so dass man heute sprechen kann von einem Total von etwa 13 Millionen Toten. Seit dem Jahr 70 bis heute. Aber sie konnten nicht ausgelöscht werden. So wie der Herr Jesus auch gesagt hat in Matthäus 24, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Das meint nicht die Generation von 1948. Dieses Geschlecht, das griechische Wort kann bedeuten Generation oder eben ein Volk, ein Volksstamm. Und dieser Vers bedeutet, sie werden als jüdisches Volk erhalten bleiben, trotz aller Verfolgung bis ans Ende. Sie werden leben mit ihren Kindern und zurückkehren. Durch all die Jahrhunderte hindurch, bis dann schließlich die Generationen begonnen haben, ab 1882 zurückzukehren. Vers 10. Und ich werde sie zurückbringen aus dem Land Ägypten. Und aus Assyrien werde ich sie sammeln. Aus dem Land Ägypten? Ja. Im Jahr 1948 gab es immer noch eine jüdische Gemeinschaft in Ägypten von 80.000 Juden. Die waren seit Jahrhunderten waren die dort in Ägypten. Oder Jahrtausenden, muss man sogar sagen. Aber als der Staat Israel gegründet wurde 1948, führte das zu einer grauenhaften Judenverfolgung in Ägypten und zu Demütigungen und so weiter. Das hat dazu geführt, dass in der weiteren Zeit
praktisch alle 80.000 gegangen sind. Ein Riesenexodus aus Ägypten in unserer Zeit. Man hat das kaum wahrgenommen. Aber die Bibel sagt ausdrücklich, die kommen aus dem Land Ägypten. Und Zehntausende von ihnen sind nach Israel eingewandert. Und dann heißt es, und aus Assyrien werde ich sie sammeln. Assyrien, das Kerngebiet, war ja der heutige Nordirak. Ja, es gab im Irak bis ins 20. Jahrhundert eine jüdische Gemeinschaft. Durch all die Jahrtausende hindurch. Seit der babylonischen Gefangenschaft. Da sind auch Leute, Juden dort geblieben. Vor 2500 Jahren. Und die Nachkommen gab es noch im Irak bis heute. Aber ab 1941 gab es eine starke Verbindung zwischen Irak und Hitler-Deutschland. Und das hat dazu geführt, dass es eine Massenabschlachtung der Juden in Bagdad gab. Und von da an haben die Juden begonnen zu fliehen und auszuwandern aus dem Irak. Jetzt gibt es heute noch etwas mehr als 20 Juden. Alles alte Leute im Irak. Übrigens in Ägypten sind es auch noch ungefähr so 100 Juden, die es gibt. Und von den 80.000. Alle gegangen. Und eben aus dem Irak sind sie gegangen. Und zwar, ich kann genau zeigen, aus welchen Orten im Nordirak, auch im Südirak sind die ausgewandert und sind zu Abertausenden nach Israel eingewandert. Genau so, wie es da steht. Aus dem Land Ägypten und aus Assyrien werde ich sie sammeln und in das Land des Gilead und des Libanon werde ich sie bringen. Aber es wird nicht als ausreichend befunden werden. Die Grenzen des Landes Israel im tausendjährigen Reich am Anfang werden beschrieben in Hesekiel 47, Vers 13 und folgende. Und da sieht man, das Land Israel wird größer sein im Norden als heute. Es wird große Gebiete von Libanon und Syrien umfassen. Und sogar vom heutigen Jordanien. Das wäre mal ein Thema, so bei einer internationalen Konferenz. Die künftigen Grenzen Israels. Das hat Gott so versprochen. Und hier haben wir also, und in das Land des Gilead, das ist im heutigen Jordanien, und des Libanon werde ich sie bringen. Aber es wird nicht als ausreichend befunden werden. Und so, weil das Volk Israel sich dann im tausendjährigen Reich stark mehren wird, wird das Land dann noch größer werden und schließlich wird die Verheißung an Abraham in Erfüllung gehen. 1. Mose 15. Vom Strom Ägyptens, nicht zu verwechseln mit anderen Stellen, wo vom Bach Ägyptens geredet wird, als Südgrenze. Das ist Elarisch, ein Wadi, in der Nähe, wo die Grenze heute durchgeht, zu Ägypten. Aber, wenn dort steht der Strom, dann ist das der Nil, bis zum Euphrat. Also in diesem ganzen Gebiet, das heißt auch die Sinai-Wüste wird dann besiedelt werden. Und dann wird auch in Erfüllung gehen, was man in Jesaja liest, dass die Wüste aufblühen wird, sogar der Sinai wird aufblühen, so dass Israel Platz bekommt. Also Gilead und Libanon ist zwar eine Vergrößerung im Norden und im Westen, aber es wird nicht als ausreichend befunden werden. Und ihr wird hindurchgehen durch das Meer der Drangsal. Und er wird schlagen im Meer die Wellen. Und er wird trockenlegen alle Tiefen des Nils. Das ist ein Gericht über Ägypten. Ja, in Jesaja 19, Vers 1 steht, der Herr kommt auf einer Wolke nach Ägypten. Als Richter. Jetzt sehen wir, die Wiederkunft Jesu, die geschieht in verschiedenen Phasen. Wir werden gleich noch sehen, in Zacharja 14, der Herr kommt auf dem Ölberg. Bei Jerusalem. Aber wer weiß schon nicht, dass der Herr in Harmagedon kommen wird? Offenbarung 16. Harmagedon ist eine Ebene im Hinterland von Haifa. Im Norden. Dann haben wir Jesaja 19, der Herr kommt nach Ägypten. Und wir haben Habakuk 3, Vers 3. Gott kommt von Teman her. Und der Heilige vom Gebirge Paran. Das ist Südjordanien. Also der Herr wird in verschiedenen Phasen erscheinen. Und auch wenn der Überrest eben rüberkommt von Jordanien, wird der Herr über ihnen erscheinen. Also man muss das ganz dynamisch sehen, ja, die Wiederkunft Christi. Sie sind einfach Harmagedon und fertig.
Aber davon mehr später. Es kommt auch ein Gericht über Ägypten. Die Wiederkunft Jesu wird auch in Ägypten stattfinden und wird trockenlegen alle Tiefen des Nils. Und es wird hinabgestürzt werden der Hochmut Assyriens, Nordirak. Und der Stock Ägyptens wird weichen. Und ich werde sie stärken in dem Ewigen. Und in seinem Namen werden sie wandeln, Spruch des Ewigen. Der Stock Ägyptens hat versucht, Israel dreimal auszurotten. 1948, 1967, 1973. In all diesen Vernichtungskriegen der Araber. Aber dieser Stock Ägyptens wird weichen. Ich werde sie stärken in dem Ewigen und in seinem Namen werden sie wandeln, Spruch des Ewigen. Jetzt kommt Kapitel 11. Eine ganz interessante Prophetie über den Herrn Jesus als den guten Hirten. Öffne, Libanon, deine Tore, und so soll Feuer fressen deine Zedern. Heult ihr Zypressen, denn gefallen ist die Zeder, denn die Herrlichen sind verwüstet. Gemeint sind die herrlichen Bäume. Heult ihr Eichen Basans, denn gefallen ist der unzugängliche Wald. Das ist der Dickichtwald, früher im Altertum im Jordantal unten. Basan, das sind die Golanhöhen und das Gebiet weit darüber hinaus noch. Denn gefallen ist der unzugängliche Wald. Stimme des Wehgeschreis der Hirten, denn verwüstet ist ihre Herrlichkeit. Hier haben wir eine Prophetie auf das Jahr 70, wo die Römer das ganze Land Israel erobert haben, in dem Krieg 66 bis 73. Und die Römer haben eine so große Wut auf die Juden gehabt, dass sie nicht nur die Städte zerstört haben, sondern sie haben auch das Land, die Ökologie zerstört, wo sie es konnten. Und zwar nicht nur im Krieg 66 bis 73, der dann endete mit dem Fall von Masada. Die Juden haben ja sich wieder aufgerafft. Und im Jahr 132 gab es unter Kaiser Hadrian nochmals einen Aufstand der Juden, weil ein falscher Messias sie dazu verführt hatte, Bar Kochba. Und dieser Aufstand wurde nochmals von Rom bis ins Jahr 135 so brutal zusammengeschlagen, dass die Römer die Ökologie, sogar die Umwelt verwüstet haben. Und darauf nimmt das Bezug, diese Zedern, die Zypressen, die Eichen Basans, die fallen. Stimme des Wehgeschreis der Hirten. Die Hirten, das sind eben die Führer des Volkes, die völlig verzweifelt sind in diesen beiden Kriegen. Und jetzt kommt Vers 4. So sprach der Ewige zu mir. Weide die Schafherde des Schlachtens, deren Käufer sie schlachten werden und nicht dafür büßen werden. Und deren Verkäufer sprechen, gepriesen sei der Ewige, dass ich reich werde. Und deren Hirten sie nicht schonen. Jetzt bekommt Zacharja einen Auftrag. Er soll eine Schafherde, die letztlich zum Schlachten bestimmt ist, weiden. Und das war wieder so eine symbolische Handlung, wie oft Propheten symbolische Handlungen ausführen mussten. Zum Beispiel Hesekiel. Also, weide die Schafherde des Schlachtens. Und dann wird erklärt in Vers 6, denn ich will die Bewohner des Landes nicht weiterhin schonen. Spruch des Ewigen. Und siehe, ich gebe den Menschen Preis, einen jeden in die Hand seines Nächsten und in die Hand seines Königs. Und sie werden das Land verwüsten, aber ich werde nicht retten aus ihrer Hand. Wer symbolisiert diese Schafherde? Das ist das Volk Israel, die Bewohner des Landes. Und also Zacharja will diese Schafherde hüten wie ein guter Hirte. Aber diese Schafherde wurde gekauft, Vers 5, deren Käufer sie schlachten werden und nicht dafür büßen werden. Und deren Verkäufer sprechen, gepriesen sei der Ewige, dass ich reich werde. Wer hat die Juden, das jüdische Volk, so unter den Nagel gerissen? Das waren die Römer.
die unter Pompeius im Jahr 63 einmarschiert sind. Übrigens am Yom Kippur. Ein schreckliches Massaker hatten sie unter der Bevölkerung angerichtet. Und so kam das jüdische Volk unter die römische Besatzung. Hier haben sie quasi an sich gerissen, die Käufer. Und die werden sie schließlich abschlachten, diese Käufer. Und das ist dann auch geschehen im Krieg 66 bis 73, wo über 1 Million umgekommen ist, und 132 bis 135, wo nochmals etwa 1 Million umgekommen ist. In beiden Kriegen 2 Millionen Juden etwa. Und da wird gesagt, deren Käufer sie schlachten werden und nicht dafür büßen werden. Ist Rom danach untergegangen? Ja, als Babylon Jerusalem zerstört hat im Jahr 586, im Jahr 539 war Babylon weg von der Bildfläche. Die Perser hatten sie erobert. Früher die Assyrer, die 10 Stämme zusammengeschlagen haben, die waren 100 Jahre später waren die weg von der Bildfläche. Erobert durch die Babylonier. Also das ging ja recht flott, ja. Ein Großreich vergreift sich an den Juden, wow, weg sind sie. Ja, wie war das bei den Nazis? 1933 kam Hitler an die Macht und er wollte ein 1000-jähriges Reich errichten. Nach 12 Jahren waren die Nazis weg. Mit 6 Millionen Toten und Verletzten unter den Bewohnern des Nazireiches. Und Vermissten. Also, das ging jeweils ganz schnell, aber im Jahr 70 geschah nichts mit den Römern danach. Jahr 135, das ging noch Jahrhunderte, bis dann Westrom unter dem Angriff der Barbaren zu Fall kam, Jahr 476. Ja, darauf bezieht sich das, deren Käufer sie schlachten werden und nicht dafür büßen werden. Und deren Verkäufer sprechen, gepriesen sei der Ewige, dass ich reich werde. Ja, das hat eben Juden gegeben, die haben mit der Besatzungsmacht der Römer zusammengearbeitet und haben gesehen, das bringt Einnahmequellen. Und so haben zum Beispiel die Sadduzäer sehr stark mit den Römern zusammen kooperiert. Und die sind steinreich geworden. Das waren ja die Reichen in Jerusalem, die Sadduzäer. Wo besonders die Priester dazugehörten, die Führenden. Und dann gab es die Partei, die auch in den Evangelien erwähnt wird, der Herodianer. Die haben auch die römische Herrschaft gestützt. Und dann gab es diese bösen Menschen, die Zöllner. Die haben gesehen, ist zwar ein Verrat des eigenen Volkes, aber wir arbeiten mit der Besatzungsmacht zusammen. Das bringt Finanzen. Wir liefern zwar ab, was wir müssen, aber wir können unsere Brüder ausnehmen finanziell, wie wir wollen. Ein Zachäus wurde steinreich. Das waren böse Menschen und darum wurden sie auch als böse eben verworfen. Aber der Herr Jesus ist auch für solche Menschen gekommen und hat auch solche Menschen gerettet, wie ein Matthäus, wie ein Zachäus. Das ist ganz wunderbar. Aber das waren diese Frommen, die sagen, gepriesen sei der Ewige, dass ich reich werde. Die haben ihr eigenes Volk verkauft. Und dann, und deren Hirten sie nicht schonen. Das sind die falschen Volksführer, die eigentlich nicht dem Volk helfen, sondern dem Volk schaden. Jetzt nochmals Vers 6, denn ich werde die Bewohner des Landes nicht weiterhin schonen, Spruch des Ewigen. Und siehe, ich gebe den Menschen Preis, einen jeden in die Hand seines Nächsten und in die Hand seines Königs, und sie werden das Land verwüsten, aber ich werde nicht retten aus ihrer Hand. Und so weidete ich die Schafherde des Schlachtens, somit auch die Demütigen der Schafherde. Also Zacharja, ein Bild des guten Hirten, weidet jetzt diese Schafherde, die eben zu leiden hat unter diesen Käufern, den Verkäufern und schlechten Hirten. Aber dadurch, dass Zacharja als guter Hirte diese ganze Herde weidet, weidet er natürlich auch die Demütigen unter der Schafherde. Ich habe da eine Fußnote gemacht, 51. Das hebräische Wort bedeutet demütig, gottesfürchtig, elend. Also dieser Ausdruck hat besonders Bezug auf Menschen, die durch Not gehen, aber in der Not sich an den Herrn halten und auf ihn vertrauen.
Und nun, die Demütigen in der Herde, das ist ein Bild der wahrhaftig Gläubigen im Volk Israel. Der Herr Jesus ist ja gekommen als der gute Hirte, Johannes 10. Und er hat gesehen, das ganze Volk ist eigentlich verschmachtet wie eine Schafherde ohne Hirten. Und er hat sich innerlich über sie erbarmt. So lesen wir das in Matthäus 9 am Schluss. Matthäus 9, Vers 26. Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wie? Sie hatten schon Hirten. Aber so schlimme. Und er geht herum und tut wohl diesem ganzen Volk. Und so haben sich viele, haben in ihm den Messias erkannt und sind gläubig geworden. Nicht nur die 12 Jünger gab es, sondern es gab ja auch die 70 Jünger. Und es gab noch viel, viel mehr. Viele unter dem Volk Israel haben erkannt, das ist der Messias. Und so hat er eben die Schafhirte, sich der ganzen Schafhirte angenommen. Und zwar so gezielt, dass als eine kananitische Frau in Matthäus 15 kommt und sagt, hilf mir, meine Tochter, sagt er, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das war sein erster Auftrag, diese Herde zu weiden, aber natürlich insbesondere diejenigen, die zum Glauben an ihn, den Messias, gekommen waren. Also insbesondere, oder somit auch, die Demütigen der Schafhirte. Und ich nahm mir zwei Stäbe. Den einen nannte ich Freundlichkeit, und den anderen nannte ich Verbindung. Und so weidete ich die Schafhirte. Und ich vertilgte, ich vertilgte die drei Hirten in einem Monat. Und meine Seele wurde ungeduldig über sie, und ihre Seele empfand Widerwillen gegen mich. Da sprach ich, ich will euch nicht mehr weiden. Das Sterbende mag sterben, und was vertilgt wird, mag vertilgt werden. Und die Übrigbleibenden mögen fressen eines das Fleisch seines Nächsten. Ich vertilgte die drei Hirten. Das ist eine ganz interessante Stelle. Das Wort vertilgen kann des Weiteren auch bedeuten absetzen. Also in der bereits neuen Version, die ich vom Text gemacht habe, die kann ich eben senden per E-Mail. Für alle, die sich wenden an info@rogerli.ch, kommt. Da habe ich noch hinzugefügt, eben ich vertilgte oder ich setzte ab die drei Hirten in einem Monat. Und meine Seele wurde ungeduldig über sie. Jetzt kommt es also zu einer Entscheidung. Zacharja ist der Hirte, der gute Hirte in diesem Beispiel. Und da gibt es ja diese schlechten Hirten. Und jetzt kommt es zu dem Punkt, dass diese schlechten Hirten, die haben genug vom guten Hirten. Sie empfinden Widerwillen gegen ihn. Und auch der gute Hirte wird ungeduldig und will nicht mehr. Ich setzte ab die drei Hirten in einem Monat. Wenn wir schauen, die Evangelien konzentrieren sich ganz speziell auf die letzte Zeit bis zur Kreuzigung hin. Ich habe mal ausgerechnet, aus die Versen in allen Evangelien ausgezählt, und da habe ich gefunden, 30% der Evangelientexte beschäftigt sich eigentlich nur mit den Tagen von Palmsonntag bis zur Auferstehung. Ein Drittel der Evangelien konzentriert sich auf diese Tage in diesem letzten Monat des Lebens des Herrn Jesus. Und in diesem letzten Monat kam auch die Konfrontation des Herrn mit den Führern und dem jüdischen Volk zum Höhepunkt. Da haben wir auch diese Weherufe über die Schriftgelehrten und Pharisäer in Matthäus 23, wo der Herr eben sie als Führer verwirft. Und es gab drei Gruppen von Führern damals. Die Schriftgelehrten, die Priester, die führenden Priester, dazu gehört auch der Hohepriester, und die höchsten Richter,
wie zum Beispiel Nikodemus war kein Priester, ja, aber gehörte zum Hohen Rat und war also nicht irgendein Schriftgelehrter wie andere, sondern er war quasi höchster politischer Führer mit vielen anderen zusammen. Diese drei Gruppen, die führenden Priester, die führenden Richter und die führenden Schriftgelehrten, die verwirft der Herr in diesem letzten entscheidenden Monat. Setzt sie ab. Meine Seele wurde ungeduldig über sie. Wehe euch, wehe euch. Und ihre Seele empfand Widerwillen gegen mich. Sie entscheiden sich, den guten Hirten zu töten. Und jetzt Vers 9. Da sprach ich, ich will euch nicht mehr weiden. Das Sterbende mag sterben und was vertilgt wird, mag vertilgt werden. Und die Übrigbleibenden mögen fressen eines, das Fleisch seines Nächsten. Was hat der Jesus gesagt, als er auf dem Esel einritt am Palmsonntag nach Jerusalem? Er hat geweint und gesprochen in Lukas 19, Vers 41. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du erkannt hättest und selbst an diesem deinen Tag, was zu deinem Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, dass deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen werden. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Also der Herr gibt es auf. Er will jetzt nicht mehr weiterführen und er übergibt dieses Volk der Katastrophe. Oder auch Matthäus 23 am Schluss, wo der Herr Jesus sagt, und ihr habt nicht gewollt, siehe, euer Haus wird euch Wüste gelassen werden. Das entspricht dem hier, das Sterbende mag sterben und was vertilgt wird, mag vertilgt werden. Und die Übrigbleibenden mögen fressen eines das Fleisch seines Nächsten. Das heißt, es gibt auch im Volk drin grässliche Streitigkeiten. Und das ist genau das, was auch geschehen ist. Besonders in diesen Jahrzehnten nach der Kreuzigung des Herrn Jesus bis ins Jahr 70, da gab es so viel Hass und Streitigkeiten unter verschiedenen Volksgruppen im jüdischen Volk. Und das hat natürlich auch ihre ganze Widerstandskraft gegen die Römer entscheidend geschwächt. Das wird auch bei Josephus Flavius eben beschrieben, diese innerjüdischen Streitigkeiten, was genau dem hier entspricht. Fressen eines das Fleisch seines Nächsten. Jetzt kommt Seite 10. Man hat vielleicht gesehen, in diesem Kapitel 11 sind nur die ersten drei Verse, sind ein Gedicht. Und dann ab Vers 4, wo diese Gleichnishandlung des guten Hirten kommt, das ist Prosa. Das geht auch da weiter. Vers 10. Da nahm ich meinen Stab Freundlichkeit und zerbrach ihn, um den Bund zu brechen, den ich geschlossen hatte mit allen Völkern. Und er wurde an jenem Tag gebrochen. Und also erkannten die Demütigen der Schafherde, die auf mich achteten, dass dies das Wort des Ewigen war. Dieser Bund Freundlichkeit bedeutet also der Zusammenhalt innerhalb des Volkes, das gestärkt wird durch gegenseitige Freundlichkeit. Aber der Herr sagt, jetzt übergebe ich euch sogar gegenseitigen Streitereien. Er verbricht diesen Stab Freundlichkeit. Und ich habe gesagt, ab der Kreuzigung wurde das immer schlimmer, diese innerjüdischen Streitigkeiten. Und die Demütigen, also die wahngläubigen Schafherden, die realisieren, das ist das Wort des Ewigen. Das hat er ja vorausgesagt, dass das so kommen sollte. Dieser Bund Freundlichkeit bedeutet also der Zusammenhalt innerhalb des Volkes, das gestärkt wird durch gegenseitige Freundlichkeit. Aber der Herr sagt, jetzt übergebe ich euch sogar gegenseitigen Streitereien. Er verbricht diesen Stab Freundlichkeit. Und ich habe gesagt, ab der Kreuzigung wurde das immer schlimmer, diese innerjüdischen Streitigkeiten.
Und die Demütigen, also die wahren Gläubigen, der Schafhirten, die realisieren, das ist das Wort des Ewigen. Das hat er ja vorausgesagt, dass das so kommen sollte. Es wird hier gesagt, der Bund, der geschlossen ist mit allen Völkern, das ist nicht das Wort, das oft gebraucht wird für die Heidenvölker, Goyim, sondern hier ist es das Wort Amim, das eben auch gebraucht wird für die Stämme Israels. Ja, zum Beispiel in der Apostelgeschichte haben wir diesen Ausdruck, die Völker Israels. Das sind die 12 Stämme Israels. Ich gebe kurz die Stelle an. Ich muss nachher schnell schauen. Es ist in der Bekehrungsgeschichte von Paulus. Kapitel 9, 22 oder 26. Gut, und jetzt sagt der Herr eben diesen Bund mit allen Völkern, das heißt dieser innerliche Zusammenhalt dieser 12 Stämme, wird aufgebrochen. Dann Vers 12, und ich sprach zu ihnen, wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn, und wenn nicht, so lasst es bleiben. Da wogen sie meinen Lohn, 30 Silberstücke. Der gute Hirte sagt, jetzt ist aus. Jetzt will ich nicht mehr weiterfahren. Dieser eine Monat hat es auf den Punkt gebracht, die 3 Hirten werden von ihm verworfen, und dann sagt er, wenn ihr mir eine Bezahlung geben wollt für meinen Hirtendienst, dann könnt ihr es tun, und sonst lasst ihr es einfach. Und dann werden hier 30 Silberstücke abgewogen. Das ist genau der Preis nach Matthäus 27, den Judas bekam, um den guten Hirten zu verraten. Und warum haben die ausgerechnet ihm vorgeschlagen, wir geben dir 30 Silberstücke? Sie hätten doch zum Beispiel 20 Silberstücke geben können, das wäre doch so viel gewesen, wie man für Josef bezahlt hatte, als er an die Heiden verkauft wurde. Die Brüder Josefs haben ihn verkauft für 20 Schekel, oder 20 Silberstücke, so. Und das haben sie aber nicht gemacht, denn das wäre ja eine Ehre gewesen, den Herrn Jesus zu vergleichen mit Josef. Aber sie haben 30 gegeben. Das war, ich habe das in der Fußnote hier erklärt, 2. Mose 21, 32. 30 Silberstücke ist der Betrag der Haftpflichtzahlung für einen toten Sklaven. Und das Gesetz Mose hat ja auch verschiedene Haftpflichtgesetze erlassen, und da wird gesagt, wenn zum Beispiel ein Stier eines Besitzers einen Sklaven tötet, dann ist der Besitzer des Stiers wird zur Rechenschaft gezogen. Man kann ihn ja nicht mehr lebendig machen. Das ist genau gleich wie bei uns. Jemand macht einen Autounfall und tötet jemanden. Man hat ihn gar nicht töten wollen. Aber er wird zur Verantwortung gezogen. Und damals musste er 30 Silberstücke bezahlen. Für einen toten Sklaven. Wir haben bewusst diese 30 Silberschekel gegeben. Das ist dieser verächtliche Betrag für einen toten Sklaven. Also sogar im Preis liegt noch eine Lästerung des guten Hirten drin. Der gute Hirte hat nicht gesagt, gib mir 30 Silberstücke. Was ist der Lohn? Und sie wogen da 30 Silberstücke. Vers 13, da sprach der Ewige zu mir, wirf ihn dem Töpfer hin, diesen herrlichen Wert, mit dem ich von ihnen wertgeschätzt worden bin. Das ist Ironie, ja? Diesen herrlichen Wert. Das betont nochmal, das ist eben eine Anspielung auf diesen Preis des toten Sklaven. Und Gott sagt also, wirf ihn dem Töpfer hin. In Matthäus 27 sehen wir, Judas wurde plötzlich geplagt von einem schlechten Gewissen. Das ist nicht ein echtes gutes, echtes schlechtes Gewissen. Das sieht man auch immer wieder bei bösesten Menschen, die plötzlich bekommen sie Gewissensbisse. Aber das heißt nicht, dass sie umkehren von ihrem Weg. Aber sie spüren das Gewissen. Und dann hat er ja diese Silberstücke wieder in den Tempel gebracht und hat sie in den Tempelhof hineingeschmissen. Aber die Priester haben sogar gesagt, das darf man nicht. Dieses Geld darf man nicht in den Opferkasten des Hauses Gottes tun. Das ist Blutgeld. Das würde den Tempel entweihen. Da haben sie beschlossen,
Wir benutzen dieses Geld, um einen Acker zu kaufen von einem Töpfer. Und da kann man dann die Armen, die kein Geld haben für ein Begräbnis, die kann man dort unterbringen. Also für einen guten Zweck werden die noch eingesetzt. Warum der Acker eines Töpfers? Töpfer, die machen ja so schöne Dinge und Gefäße und manchmal missraten die. Was soll man machen mit Missratenen? Die muss man entsorgen. Aber wo soll man diese Scherben entsorgen? Am besten, man hat so ein billiges Landstück, da kann man es einfach draufschmeißen. Aber es ist dann auch nicht gerade angenehm, um dann dort später einen Garten draus zu machen, müsste man wieder all diese Scherben zusammensuchen. Und so hat man eben ein solches billiges Ackerstück, hat man gekauft von einem Töpfer und hat sich gesagt, so, da können wir die armen Toten begraben. Und so wird also hier gesagt, wirf ihn dem Töpfer hin, diesen herrlichen Wert, mit dem ich von ihnen wertgeschätzt worden bin. Da nahm ich die 30 Silberstücke und warf sie in das Haus des Ewigen, dem Töpfer hin. So hat das Zacharia in seiner Beispielhandlung, ja, in seiner symbolischen Beispielhandlung gemacht. Das Geld kam ins Haus Gottes und dann durfte der Töpfer das haben. Genauso hat Judas zuerst das Geld ins Haus Gottes gebracht, aber die haben das umgeleitet und einem Töpfer eben dafür die Bezahlung gegeben für ein Ackerstück im heutigen Tal Hinnom. Das ist ein Tal gerade außerhalb der Altstadt. Das war eigentlich ab König Josia die Kehrichtverbrennungsanlage von Jerusalem. Dort haben wir den Abfall, haben wir dort auch verbrannt. Und dort in diesem Abfalltal eben gab es dieses billige Ackerstück eines Töpfers. Aber schön, wie sich jedes Wort erfüllt. Aber eigentlich ist der Text sehr, sehr schwierig, ja? Und wirklich, wie soll man das Einzelne verstehen? Aber wenn man dann sieht, es geht einfach schön auf wie ein Puzzle. Jetzt Vers 14, da zerbrach ich meinen zweiten Stab, Verbindung, um die Bruderschaft zwischen Juda und Israel zu brechen. Ja, wir haben gesehen, Liebigkeit wurde gebrochen, das war das Erste. Und so kam es zu diesen schrecklichen innerjüdischen Streitereien und Kämpfen, bis zum Tod, ja, in den Jahren nach der Kreuzigung bis ins Jahr 70, bis zum Untergang Jerusalems. Sogar noch im Kampf um Jerusalem haben die miteinander gestritten. Aber dann kommt dieser zweite Stab, Verbindung, um die Bruderschaft zwischen Juda und Israel zu zerbrechen. Das heißt, dieses Volk sollte zerstreut werden, dass nicht mehr der Zusammenhalt da ist. Und ab dem Jahr 70 kam diese lange Zerstreuung der Juden letztlich in alle 5 Kontinente. Und jetzt bekommt Zacharia nochmals einen Auftrag. Vers 15, da sprach der Ewige zu mir, nimm noch an dich die Ausrüstung eines törichten Hirten. Sollte also einen dummen Hirten spielen. Aber das Wort ist nicht einfach dumm im Sinn, der nichts versteht, sondern es ist gleichzeitig auch böse, ja? Es gibt, dass jemand dumm und bös ist zugleich. Das ist schlimm. Und er soll also einen bösen Hirten spielen und soll die Ausrüstung eines törichten Hirten nehmen. Hat er auch wieder einen Stab und alle zugehörigen Instrumente, die eben so ein Schafhirt hat. Und jetzt wird erklärt, denn siehe, ich lasse einen Hirten aufstehen im Land. Der Umkommenden wird er sich nicht annehmen. Das Versprengte wird er nicht suchen. Und das Verwundete wird er nicht heilen. Das Gesunde versorgen und das Fleisch des Fetten wird er essen. Und ihre Klauen wird er zerreißen. Sie haben den guten Hirten verworfen. Jetzt gibt es nur noch die Alternative. Den bösen, den törichten Hirten. Und so sind über das Volk Israel in den weiteren Jahren und Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden über 50 falsche Messias gekommen, die schreckliches Elend angerichtet haben. Allein Bar Kochba
im Jahr 135 hat zu verschulden, dass dann mehr als eine Million umgekommen ist. Aber letztlich geht diese Prophetie auf den letzten törichten Hirten, der kommen wird, der Antichrist, der als Herrscher in Israel auftreten wird, aber das Volk ins Elend stürzen wird. Der Jesus hat gesagt in Johannes 5, übrigens, ich werde jetzt nicht durchhetzen bis Zacharia 14. Das wollen wir uns aufsparen für nächstes Mal. Dann gibt es einen Teil Zacharia Römisch 3. Da haben wir dann schön den Block, Kapitel 12 bis 14. Ja, aber jetzt Johannes 5. Aber ich denke, das lohnt sich, weil, wenn wir das genauer nehmen, da ist so viel drin, über das eigentlich nicht so oft gesprochen wird. Johannes 5, Vers 43, der Herr Jesus sagt den Volksführern, den falschen Hirten: Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Wer den Erlöser ablehnt, wird automatisch offen für die Verführung. Dieses Grundprinzip sehen wir dauernd. Es ist unglaublich, was Menschen alles akzeptieren und glauben können, wenn sie das Evangelium ablehnen. Napoleon soll das gesagt haben: Es ist unglaublich, was die Menschen glauben, es darf nur nicht in der Bibel stehen. Ja, da werden Menschen verspottet, verhöhnt, weil sie an Jesus Christus glauben. Aber dieselben Menschen können zum Beispiel einen Stein um den Hals tragen und sie glauben tatsächlich, dass dieser tote Stein ihnen hilft. Ja, so verdreht. Aber wer den Erlöser ablehnt, der im Namen des Vaters gekommen ist, der wird den Falschen aufnehmen. Den werdet ihr aufnehmen, der in seinem eigenen Namen kommt. Das ist der Antichrist. Und jetzt kommt ein Gedicht. Sieht man das? Vers 17 ist nochmals ein Gedicht über den Antichristen. Wehe dem nichtigen Hirten, der die Schafherde verlässt, das Schwert über seinen Arm und über sein rechtes Auge. Sein Arm soll vollständig verdorren und sein rechtes Auge gänzlich erlöschen. Der Antichrist wird auftreten zu Beginn der Stunde der Versuchung, nach der Entrückung. Und er wird die Masse in Israel verführen, die sagen wird: Das ist der Messias, endlich ist er da. Ein starker Mann, der uns jetzt in einer Zeit, wo wir so viel schwache Führer gehabt haben, uns wirklich hilft in diesem Nahostkonflikt. Und der wird sogar noch verbunden sein mit dem Römischen Reich im Westen, zusammen mit denen zusammenarbeiten. Aber schließlich wird der Antichrist auf dem Tempelplatz ein Götzenbild aufstellen, das spricht. Und dann sagt der Herr Jesus, dann wird die große Drangsal losgehen. Das ist der Moment, wo nach Zacharia 11, Daniel 11, Vers 40, der König des Nordens, Israel, vollkommen überrennen wird. Joel 2 beschreibt diesen Kommenden aus dem Norden als eine riesige Armee, so groß wie noch nie eine Armee gegen Israel gekommen ist in der ganzen Geschichte. Und das ganze Land ist vor ihm wie der Garten Eden und hinter ihm ist alles verbrannt. Der König des Nordens ist in der erfüllten Prophetie der Bibel. Daniel 11, 1 bis 35 ist alles erfüllt. Das war immer Syrien. Der König des Südens dort, immer Ägypten. Aber nicht nur Syrien von heute. Großsyrien, das damals eben umfasste das ganze Gebiet von Libanon, Syrien bis nach Pakistan. Und interessant ist das heute islamische Welt. Und so wird der König des Nordens, also Syrien, sein, aber mit all seinen Verbündeten. Und er wird den tödlichen Schlag ausführen gegen Israel, sobald die Masse dieses Gräuelbild des Antichristen angenommen hat. Dann wird Gott seine schützende Hand wegnehmen, aber der Überrest flieht nach Moab, nach Jordanien. Und der Antichrist, was soll der dann machen? Der haut ab.
zu seinem Freund nach Europa. Das ist das erste Tier aus dem Meer. Wehe dem Hirten, der die Schafherde verlässt. Der setzt sich ab, so wie das schon andere gemacht haben, wenn es brenzlig wurde. Dann liegt ihnen überhaupt nicht an ihrem Volk. Und dann heißt es, das Schwert über seinen Arm. So verliert er seine Macht, da wo er war. Aber dann wird er mit seinem Freund zurückkommen. Der Westen wird dann aufmarschieren in Harmagedon, nach Offenbarung 16. Das ist diese riesige Ebene im Hinterland von Harmagedon. Da gibt's nicht viele Häuser, weil das die Kornkammer Israels ist. Aber in der Zeit wird es ja nicht mehr regnen. Dann kann man das gut brauchen für einen Aufmarsch von vielen Armeen. Eignet sich auch sehr gut, weil der große Militärschiffshafen Israels, der befindet sich ja in Haifa. Also kann man gerade schön aufmarschieren, wenn man mit den Kriegsschiffen von Europa hier kommt, nach Haifa und dann ins Hinterland. Und in der Ebene Harmagedon gibt es einen der größten Militärflughäfen mit Abflugpisten in alle Himmelsrichtungen. Ideal auch für die Luftwaffe, um dort aufzumarschieren. Harmagedon. Und da kommt er zurück, aber dann wird der Herr Jesus erscheinen. In Offenbarung 19 am Schluss lesen wir, dass sein Freund und er der falsche Prophet, die werden lebendig ergriffen und in den Feuersee geworfen werden. Das Schwert über seinen Arm, wenn er flieht am Anfang der Drangsalzzeit, und über sein rechtes Auge, dann kommt er lebendig in den Feuersee. Das ist ein totales Ende. Sein Arm soll vollständig verdorren und sein rechtes Auge gänzlich erlöschen. Und dann ist der erste Teil vorbei. Der verworfene Messias. Hätten sie doch damals, als er nach Jerusalem gekommen ist, und Gott hat zu den Propheten sagen lassen, freue dich sehr, Tochter Zion, dein König kommt. Und sie haben es verpasst. Und darum das ganze Elend, das gekommen ist. Aber jetzt kommt eben Kapitel 12 bis 14, und das wollen wir wirklich auskosten nächstes Mal. Dann werden wir eben sehen, sein zweites Kommen, wie dann der Überrest ihn empfangen wird, wenn er kommt und sie befreit aus der großen Drangsal heraus. Aber damit möchte ich schließen, in Kapitel 13, Vers 8, wird ihm gezeigt, was da geschehen wird, wenn Israel überrannt wird. Der Überrest flieht, die 144.000 im Wesentlichen, und die kommen dann wieder zurück. Sacharja 13, Vers 8. Und es wird geschehen im ganzen Lande, spricht der Herr, zwei Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden. Aber der dritte Teil davon wird übrig bleiben. Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen. Und ich werde sie läutern, wie man Silber läutert. Und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, es ist mein Volk, und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Sehen wir, das bezieht sich nicht auf die Nazi-Zeit. Denn hier steht, so wird es geschehen im Land, nicht im Ausland. Also, wenn eben Syrien mit all seinen Verbündeten das Land verwüsten wird, werden zwei Drittel der Bevölkerung umkommen. Aber ein Drittel wird umkehren und gerettet werden. Und Gott wird diesen Drittel anerkennen als mein Volk, Ami. Nicht mehr Lo Ami, Ami. Die 144, das war die Erstlingsfrucht. Und die ganze Ernte umfasst ein Drittel des Volkes. Und so wird, wie Römer 11, Vers 25 sagt, ganz Israel gerettet werden. Ja, es ist ja nur ein Überrest. Ja, aber nur der Überrest lebt dann noch. Dann ist es das ganze Volk. Ja, und es steht ja in Römer 9 steht, wenn Israel wäre wie der Sand am Meer, nur ein Überrest wird errettet werden. Und dann in Römer 11 steht, ganz Israel wird gerettet werden.
Wie geht das? Ja, der Überrest wird überleben und er wird dann ganz Israel ausmachen. Aber man kann natürlich nicht sagen, ja, wir müssen keine Judenmission betreiben, Gott kommt mit seinem Volk zum Ziel, er wird einmal ganz Israel retten. Ja, woher? Was ist mit den zwei Dritteln? Im Land. Und wir haben noch nicht gesprochen über all die Juden, die jetzt leben und vielleicht morgen sterben. Wir müssen ihnen die Botschaft bringen. Dem Juden zuerst, als auch dem Griechen. Aber wir sehen mit Dankbarkeit, dass Gott einen Drittel des Volkes im Lande schließlich retten wird. Nicht wahr? Als der Staat Israel gegründet wurde, da gab es etwa 650.000 Juden im Land. Dann haben sie sich überlegt, ja, 144.000 müssen da, ja, und dann ein Drittel der Bevölkerung. Heute sieht das alles schon ganz anders aus. Heute ist die ganze Bevölkerung mehr als 5 Millionen. Dann sieht man diese 144, die sind ein kleiner Teil, der zuerst zum Glauben kommt, evangelisieren wird, und dann kommt ein Drittel der Bevölkerung zum Glauben. Da denkt man, ja, das ist ja traurig, ein zwei Drittel nicht. Aber wie ist es mit der Schweiz? Glauben wir, dass ein Drittel der Schweiz gerettet wird? Das wäre ja zum Jubeln, oder? Aber wir sehen da mehr und mehr den großen Abfall, von dem 2. Thessalonicher 2 spricht. Aber Gott wird unter seinem Volk eine Errettung, eine Erweckung bewirken, wo schließlich dieser Überrest, ein Drittel, schließlich Gottes Volk werden wird. Ja, dann wollen wir noch schließen mit Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass es so wunderbar ist. Vieles ist schwierig, was wir gelesen haben. Und trotzdem dürfen wir erkennen, wie es wirklich dein Wort ist. Und wie auch schwierige Dinge plötzlich aufgehen und wir sehen, wie du alles in der Hand hast und wie du alles geführt hast. Und wir haben heute auch in diesen Kapiteln besonders dich gesehen. Deine Herrlichkeit, dein erstes Kommen, dein Wirken als guter Hirte. Aber wir haben auch heute vieles gesehen von deinem Wiederkommen in der Zukunft, auf das wir uns so freuen, auf die Entrückung und dann auch, wenn du kommst, um schließlich auf dieser Erde anerkannt zu werden. Du, der Verworfene, du wirst kommen und wirst das letzte Wort sprechen. Und so ist es für uns wirklich etwas Wunderbares, dass wir jetzt auf der Seite des Verworfenen stehen dürfen. Und so wissen wir, dass wir auch einmal auf der Seite dessen stehen werden, der das letzte Wort reden wird. Hilf uns wirklich in der jetzigen Zeit treu zu sein im Blick auf dein Kommen. Amen.